Guten Morgen, wir nehmen euch wieder mal ein wenig mit durch unseren Alltag und wie ihr es vielleicht an meiner Stimme hört, habe ich ein wenig Halsweh leider. Gell, die Mama hat Halsweh, aber ich hoffe, dass ich Ben nicht anstecke. Mich hat Kai ein wenig angesteckt, der ist auch ein wenig verkühlt. Und wir nehmen beide jetzt Muttermilch-Globulis und ich finde, die helfen echt immer ganz gut, vor allem eben abends vorm Schlafengehen. Helfen die gegen Verkühlung, Verkühlung. Ja, viel Spaß mit dem Vlog. Das habe ich euch übrigens auch noch nicht gezeigt. Unsere Alexa hat ein eigenes Regal. Alexa, was steht auf der To-Do-Liste? Du hast 4 Aufgaben. Mülltonne. Reisepass erstellen. Danke, Alexa. Alexa, danke. Gern geschehen. Alexa, brauche ich einen Regenschirm? Es besteht eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit. Du kannst mit ca. 3 mm rechnen. Alexa, überrasche mich. Die beliebteste Sehenswürdigkeit in Deutschland ist der Kölner Dom. Okay, das war keine großartige Überraschung. Alexa, was ist die Quadratwurzel von 64? Die Wurzel von 64 ist 8. Alexa, danke. Gern geschehen. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr einen kurzen Einblick über meine Alexa und sie kann auch, immer wenn ich sage, geht sie an. Sie kann auch Musik abspielen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, für was wir sie verwenden. Ich verlinke es euch gerne mal in der Infobox, weil ich weiß, dass sehr viele neugierig sind und einige haben auch schon gefragt, wie ich klarkomme mit ihr und ich liebe sie. Also wir lieben sie über alles, wirklich. Und deshalb darf Alexa Coldplay spielen. Zufällige Wiedergabe von Coldplay-Songs. Wir sind heute im Atrio unterwegs und Kai wollte Pferdekutsche reiten. Ben ist noch ganz zufrieden und dann gibt's noch Kasperl. Ich hab nichts getan! Jetzt sind die Wachen gekommen und haben den Räuber mitgenommen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. So, liebe Liebe. Ich versuche gerade in meiner Master-Thesis weiterzukommen und ich schreibe mit Papa Birdies Laptop, weil ich ja nur den Mac habe. Und ich schwöre euch, Ben liebt diese Kette. Er liebt die voll. Die ist von Baby Bear Collection. Kann ich euch nochmal in der Infobox verlinken. Die hat er eigentlich, ja, da war ich noch schwanger, als wir die bekommen haben. Und ich glaube, er findet das halt lustig, weil das ziemlich schnell anfängt zum Bimmeln. Ich habe die nämlich so mir ausgesucht mit so kleinen Vögelchen und dem Stern hier und ist echt ein voller Erfolg. Eben, und er liegt da bei mir in der Hängematte, also neben mir in der Hängematte und ich bekomme heute irgendwie nichts weiter. Ja, mal schauen, ob es besser wird. Das ist lustig. Die Hängematte ist übrigens von Swing to Sleep, weil das fragen auch immer ganz viele. Verlinke ich euch vielleicht auch nochmal. Kai und ich sind gerade am Malen und Kleben. Wir haben hier von Billa, also Sticker. Und eigentlich will Kai nur Löcher ins Papier machen. Ich habe hier gerade versucht, den Olaf nachzuzeichnen. Ja, mal schauen, was das heute noch wird. Kreativstunde, Ben schläft nämlich gerade. Und ich versuche, Kai Gesichter malen zu lernen. Aber es interessiert ihn nicht so wirklich. Gell? Ja, da ist der Olaf. Ich weiß auch nicht genau, wie der aussieht. Von Kai. So. Der Olaf. Schau, du hast da was kleben.
Ja. Will it go? Let it go, ja. Yeah. Mama, da aufkleben. Aufkleben? Nee. Ui, tust du kleben? Tja, wer ist denn das? Ein Mickey Mouse. Ein Mickey Mouse. Da? Da, schau, kannst du kleben. Hört ihr die Federwippe im Hintergrund? Ben liegt in der Wippe. Da? Ja, Schatzi. Das ist übrigens eine Zeichenrolle von Ikea. Die sind ganz praktisch. Wirst du das kleben? Ja? Nein? Und die Rolle ist am Ofen gelegen. Ich habe sie jetzt woanders weggeräumt. Da vielleicht. Da vielleicht, super. Da ist auch so Mickey Mouse. Da gibt es eigentlich sein Sammelheft dazu. Aber wir kaufen eigentlich nicht so häufig bei Billa ein. Deshalb zahlt sich das für uns auch gar nicht aus. So, helfen. Es geht ein bisschen schwierig. Schau, ich helfe da. Ja, so. So. Genau. Kannst du irgendwo hinkleben? Daher. Nein. Da. Na, super. Die Elsa. Kann man noch was dazu malen? Oder einfach nur Löcher hineinmachen. Malen eure Kinder gerne. Ich meine, hey, ehrlich gesagt, Mietzer kann sich überhaupt nicht allzu lange mit etwas länger beschäftigen. Boah, schau mal, wer ist denn das? Das ist ein Ureinwohner. Ja. Ja. Der lacht. Ja. Und der hat dunkle Locken. Der Locken? Und was hat der an? Ein Auge. Aha. Warum machst du da Löcher rein? Nein, der Mann, der Buki, der tut den Zug fahren. Aha, bei der Buki hat es gemeint. Du bist Zug gefahren. Okay, ja, dann wird es wohl so gewesen sein. Das sind übrigens so Aquarellstifte. Ist auch ganz lustig. Kann man eben mit Wasser dann so vermalen. Vielleicht machen wir das dann ein wenig. Mal schauen. Ich glaube, es werden eher Löcher hineingemacht. Die können wir dann mit den Stickern kleben. Meine Nichte wird getauft und ich habe ihr statt einer Taufkette so Ohrringe gekauft bei uns bei einem örtlichen Juwelier. Einfach so in Herzform. Ich fand die ganz süß. Ist vielleicht mal etwas anderes und ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee. Sie ist aber auch schon 8 Jahre alt und wird erst jetzt getauft. Deshalb fand ich das halt passender als diese typischen Taufketten. Aber die liebe Nicole von Baby Bear Collection hat mir einen Rosenkranz angefertigt, passend zur Taufkerze. Und den wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der sieht so aus, den finde ich auch echt wunderschön. Ich wollte ihn extra so in Gelb gehalten haben, weil meine Nichte Soleil heißt und das bedeutet Sonne. Und deshalb dachte ich, Gelb passt da ganz gut und ich finde, das ist immer so ein nettes Geschenk für eine Taufe, so ein Rosenkranz, der etwas, ja, personalisierter ist, individueller. Das Beste habe ich euch überhaupt gar nicht gezeigt, der hat nämlich auch hier einen Glitzerstein, also bei Baby Bear Collection bekommt ihr wirklich wundervolle, so, ja, ganz individuelle, spezielle Sachen und es wird eben alles per Hand angefertigt, das heißt, man kann auch seine Wünsche bekannt geben. Hier habt ihr gleich nochmal die Kontaktdaten. Und da durfte ich mir halt auch quasi alles aussuchen, wie ich es gerne haben wollte. Die kommt in dieser wundervollen Schachtel
Und ja, wirklich alles top eingepackt. Ich war ganz erstaunt. Dann ist so ein Ding dabei, was man unten rum macht. Ich muss auch noch schöne Fotos machen von der Kerze, weil das sind ja doch so Sachen, die ganz lange in Erinnerung bleiben. So, nur nicht kaputt machen. Und so sieht eben die Taufkerze aus. Ich habe das eben auch wieder mit Gelb und Sonne haben wollen und Grün und Blau. Also meine Nichte hat halt am liebsten so Gelb, Grün und Blau als Farben. Hier steht auch der Name, das Datum hat die Nicole wirklich super hingebracht. Also gefällt mir mega gut. Gibt es auch eben ganz mit Blau, mit seinem Wal. Ja, Sonderwünsche muss man halt immer extra bekannt geben. Und ich finde, sie ist sehr gelungen und ihr werdet euch jetzt wundern, weil ihr ja wisst, dass meine Kinder nicht getauft worden sind und auch nicht getauft werden. Meine Schwester lässt die Kinder aber taufen und ich habe gesagt, ich besorge die Taufkerze. Ich bin so quasi Taufpatin, weil wenn man selbst ausgetreten ist aus der Kirche, kann man glaube ich nur so Beistand sein, nennt man das so. Und meine Schwester lebt ja in Brüssel, deshalb hat meine Nichte quasi immer jemanden aus Österreich und jemanden aus Belgien an ihrer Seite und ich darf die Person aus Österreich sein, auch bei meiner ältesten Nichte war ich das und ja, freut mich mega, fühle mich sehr geehrt und es hat so viel Spaß gemacht, eben mir wieder solche Sachen auch zu überlegen und danke auch an Baby Bear Collection für die Unterstützung mit der Kerze, echt, die Nicole geht auch so super auf alle Kundenwünsche und Änderungswünsche ein und hat das super hurtig erledigt. Genau, jetzt habe ich das gar nicht zusammengezeigt, aber auf jeden Fall, das ist eben so matchy-matchy ein bisschen. Damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute und bedanken uns fürs Zusehen.